Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit der nächsten Folge hier Ghost Recon Wildlands. Zusammen mit eurem Iron Boss und den streitsüchtigen Rebellen. Die argumentieren jetzt ziemlich lautstark. Wir haben vor, uns weiter im Story-Einsatz begeben. Dazu leihen wir uns hier unseren altbeliebten Hubschrauber. Wieso nehme ich jedes Mal eigentlich diese Markierung raus? Und wir schnacken gar nicht lange, wir starten direkt. So langsam, glaube ich, gewöhne ich mich jetzt auch endlich mal dann auch an das Hubschrauberfliegen. Man hat mir gesagt, mit Controller ist es wesentlich geiler zum Spielen, aber ich bin nicht so der Controller-Fan. Weiß nicht. Kann mich auch an die Konsole setzen. Ich mag es gern, Maus und Tastatur zu haben. Glaubt ihr, El Cardenal glaubt seinen Bullshit über das Kartell eigentlich selbst? Warum nicht? Weil sie fast jeden verdammten Tag Unschuldige foltern und töten. Wie macht man das, ohne eine Miene zu verziehen? Indem man dir einen Haufen Geld bezahlt. Ich wäre sogar mal nett zu dir, wenn die Kohle stimmt. Die sind auch so immer nett zu sich selbst. Oh, das wäre schon fast wieder schief gegangen. Ich meine Augen wieder woanders habe, als wie dahin, wo ich hin sie haben sollte. Oh, das werden wir mal gucken, ob man hier Long Range snipern können. So wie sich's gehört. Bloß die Frage, wo wir jetzt unseren kleinen Vogel hinsetzen. Ich denke mal hier irgendwo. Nur wenn er so steht, ist okay. Schauen wir mal, ob wir von hier oben gleich ein bisschen Recon machen können. Muss man natürlich der Baum im Weg hängen da. Aber aktuell sehe ich momentan niemanden am Rumlaufen. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mal auf diese Distanz versucht zu snipen. Schön mit ballistischer Flugbahn und sowas. Da steht doch einer. 293 Meter. Wenn wir uns hinhocken. So, wir begeben uns in Position. Ich glaube, auf die Entfernung nehmen wir einen Schalldämpfer runter. Und eh keiner. Theoretisch. Bam. Tango ist tot. Glaube, die Luft ist rein. Nee, das glaube ich nicht. Da haben wir noch einen. Ah, der musste sich natürlich zurückbewegen. Das war sehr sexy. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn es nochmal funktionieren würde. Der wurde wohl zur Hilfe gerufen. Bam, Bordschütze Feuer, rausgeholt. Feuer. Heli erledigt. Sehr ordentlich. Nicht mit uns. So.
Der hängt wohl irgendwie da, sich festgebackt in die Mauer oder sowas. Gut, hier haben wir keinen Wirkbereich mehr. Das heißt, wir verlegen zwischen die Bäume. Natürlich, freie Schussbahn ist ein Luxus im Krieg. Kunter brennt's noch. Haltet aus schon nach dem Rebellen, der hier festgehalten wird. Den möchte ich weghaben da hinten. Der ist irgendwie. Erstmal uninteressant. Erstmal ein bisschen weiter observieren. Noch ein Tango. Ja, ist okay. Ziel 1. Tango Nummer 3. Das machen wir mal Team Action wieder. Double Takedown. Ziel erfasst. Ich sehe hier ein Sicario-Team. Ziel markiert in der Kirche. In der Kirche ein ganzes Team. Okay. Und den versuchen wir. Mit Maschinenpistole. Ich sehe hier zwei Narcos. Sag mir wo. Drinnen in der Kirche. Hab ihn. Das kann ihn vorbei. Die werden dich sehen. Warte. Alles klar, das läuft ja ganz gut soweit. Aber hier könnten wir. Da muss ich wieder hier reingehen zu markieren. Ich habe das Ziel markiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Schalten wir drauf. Ich kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel erfasst. Ich greife an. Ein Drittel weniger. Aha, mich können Sie sehen, aber mein Ghost nicht. Gucken, ob wir das noch weiter skillen können. Nur mit ruhiger Hand und so. Na jetzt aber. Scharfschütze zieht auf uns. Den kriegen wir nicht. Das können wir vergessen irgendwie. Von dieser Position aus. Stellung verschieben. Ja, die haben sich drin verschanzt. Da bekommen wir Besuch von nach oben. Versuchen wir mal abzufangen. Irgendwie. Oder irgendwie auch nicht. Scharfschütze im Kirchturm.
bekommt Verstärkung. Versteckung? Du hast gerade richtig gehört. Alle bereit? Feuer! Alles klar. Ich möchte die erhöhte Position ungern aufgeben, weil das gibt natürlich immer einen Vorteil im Kampf. Und da müsste irgendwo ein Scharfschütze gewesen sein. Ich würde gerne wissen, wo der schießt und wie der schießt. Jetzt haben wir dich. Schießt man natürlich oben drüber. Feind am Boden. Machen es unsere Ghost. Tschüss. Hey, hey, abre la puerta, compa. Sauber. Öffne alles Paletti? Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, die Sie gefoltert haben. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo auf dem Land. Da. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Mhm. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Okay. Nomad, wir wissen endlich, wo Juri und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven... Ist denn der wahnsinnig? Dich rette ich nochmal, du Arschkrampe. Ohne Scheiß, du bist doch vom Fisch bespuckt. Warum hat das so lange gedauert? Echt mal, warum hat das so lange gedauert, du? Rettete dem den Arsch, dem Typen. Und was macht der? Bringt dir mal eben ein bisschen fahrendes Blech ans Quar. Was ist denn das da? Alter, ich bin ja nach wie vor beeindruckt von dieser Grafik. Einfach Wahnsinn. Na? Rennschwein Rudi Rüssel? Ne? Gleich drei. Treibt nichts, was ich nicht auch machen würde, ne? Da hat sie auch noch bestätigt. Waffenkiste entdeckt. So, war sie das? Vertikaler Handgriff. Das gucken wir uns an. Ändern. Teile. Präzision, Handbarkeit. Wir nehmen das. Und jetzt brauchen wir eben mehr für den Nahkampf. Dann tut das schon ganz gut. Stabilisierung für Feuer aus der Hüfte. Nochmal Munition aufrüsten. Und dann gehen wir Polito auf den Sack. Und wir schnappen uns gleich mal hier diesen kleinen Jeep. Mit dem 4x4 Santa Blanca. Moment, ich fahre. Mir egal, wer fährt. Alles gut, fahr los. Story-Einsatz gleich da in der Nähe. Fertigkeitspunkte, das holen wir uns alles später. Wir wissen, wo Juri und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten sie die beiden, egal wie. Töten sie die Schweine, egal wie. Hier. Karre geklaut auf der Straße. Klauschwein! Du Klauschwein! Naja, wir machen es ja auch nicht anders, ne? Aber hey, wir haben das Privileg dafür.
Weil wir müssen ja helfen, ne? So. Bisschen staubig hier. Wir fahren ja ohne. Ne, wir fahren mit Scheibe. Das hätte ich gleich gesagt, ich habe einen Sandkorn im Auge. Das tut weh. 600 Meter noch. Bis zur Höhle des Löwen. Dann irgendwo hier muss er sich jetzt wohl aufhalten. Hola, Mamacita. Compañero de El Polito. Ah, alles klar, danke. Er hat gesagt, wir sollen hier oben hochfahren. Hier gibt es so einen kleinen Schleichweg, hat sie gemeint. Das wäre wohl dieser. Na, bleib doch mal stehen einfach. Hubschrauber, Auto. Ist da irgendwie... Blitzreise halten, aber irgendwie sollte man die doch irgendwie töten. Da fällt mir nämlich gerade ein was Schönes ein. Mörserbeschuss. Ich weiß nicht, wie stark das rumpelt. Hab indirektes Feuer angefordert. Verstanden. Ausgesperrt. Unspektakulär. Nun gut, dann gehen wir mal zu Polito. Und die wissen, dass wir kommen? Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Bei mir sammeln. Hey, das sind Feinde. Verstanden. In Bewegung. Dein Grab hast du auch schon geschaufelt für dich. Sehr schön. Erspart uns jede Menge Dreckarbeit. Wollen wir mal anklopfen. Und ich hoffe, die werden jammern und winseln und flammern und... Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. So. Mit Sicherheit nach unten. Aber wir nehmen erstmal das hier mit. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Carino, wer warst du, bevor du mich getroffen hast?
So geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Und jetzt bist Bild, du ein doppelter Mensch. Völlig verschwommen, bis ich mich voll endlich durch deine sexy. Augen ein Schelm, wer dabei nicht schmutzig denkt. Na, dir gefällt sie doch auch. Amor, du bist so eifersüchtig. Gegen dich begangen hat. Gordo, vielleicht muss ich weinen. Ich muss etwas gestehen. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Ich habe einen anderen. Vorhin, als du ihm Wasser eingeflößt hast und ich ihm mit dem Viehtreiber Elektroschocks gegeben habe. Aber, Lena, das war wie aus dem Lehrbuch. Halt den Mund. Als dieser Mann sich eingeschissen hat, wegen all der Schmerzen, die wir ihm zugefügt haben, all dem Leid, fast schon Christus gleich. Er lag da und wimmerte. Ich hatte fast Mitleid mit ihm. Ich wollte mich um ihn kümmern, meine Arme um ihn legen und seine Tränen wegwischen. Juni, sieh mich an. Was versuchst du mir zu sagen? Amor, ich will ein Kind von dir. Na? Machen die es jetzt wie die Karnickel oder was? Sollen wir noch zuschauen? Ich gehe da jetzt rein und beende die Sache. Tango getroffen. Und ihr wisst, ihr kommt hier nicht mehr raus, ne? Schwein. Jawohl. Kriegst du es dreckig. Oh, alte Qualle. Polito sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Klar. AK-47. Ja, ich fühle mich großartig. Sein AK-47. Und zwei Mal eine AK-47. Bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, okay, wenn es was Neues gibt. Bogen Ende. Das Kartell zerlegen. Einführung. Sie haben einen Bouchon ausgeschaltet. Besiegen Sie die anderen Bouchons, um in den Leiterabteilungen und schließlich El Sueno zu gelangen. Erhalten Sie Überblick über das Kartell, indem Sie auf die Taktikkarte Charlie drücken oder wegzoomen. Wählen Sie Ihr nächstes Ziel. Taktikkarte C. El Pulito. Da war doch Ricky Sandoval, der ist verstorben, das ist unserer. Wir hatten doch noch einen anderen gleich hier, den es galt zu zerlegen. Hier oben gleich den. Aqua Verde. Wo ist denn unser Schönling? Bouchon, Bouchon. Da drüben. Schluss. Das ist er doch da. Das ist unser nächstes Ziel. Guti gut. Aufstehen. Nicht schlafen.
ist die Ratte? Da fliegt auch noch ein Gnadenschuss. So. Wir haben eine neue Waffe ja bekommen. Gucken wir uns gleich mal an. Toll wäre, wenn da steht bitte neu. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Ich weiß nur, es war meine AK. Mehr Schaden ist klar, aber viel weniger Präzision. Nein, danke. Krachmacher. Handfeuerwaffen. Können wir ja auch noch alles. Zumindest was Feuerwaffen sind, bearbeiten, das ist auch gut. Na. Raus hier aus dem Loch, hier stinkt's pervers. Gut. Sogar der Hubschrauber steht für uns bereit. Qualmt denn da unten schon wieder? Okay. So, Etappe 1 haben wir erreicht, würde ich sagen. Haben wir auch noch einen Knatterstock dran, zwei Stück. Oh, herrlich. Also, Etappe 1 haben wir erreicht, die ersten Saftrüben. Denen haben wir gezeigt, wo der Weg zum Licht ist. Ja, die sind ausgeschaltet. Wir kommen unserer Sache ein Stückchen näher, Bolivien die Freiheit zu geben wieder. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder noch besser gleich ein Abo. Damit ihr auch ja nichts mehr verpasst. In diesem Sinne freuen wir uns auf den nächsten Einsatz hier in den Wildlands Boliviens. Und ich sag tschüss, bleibt frisch, immer locker durch die Hose atmen, haut rein ihr Lieben, bis dann, ciao.